Ja, einen schönen, recht schönen guten Abend. Liebe Obenbleiber, liebe Freunde des Rechts, heute möchte ich Sie alle, ob Eigentümer, Mieter, Nutzer des Schlossparks, Nutzer des Stuttgarter Mineralwassers, ob Bürger, Polizisten, Richter oder Staatsanwälte, Nutzer der Bahn, der teilweise noch funktionierenden Bahn, über die Einspruchsrechte zur Erhöhung des Grundwassermanagements informieren. Eigentlich wäre mein heutiger Vortrag überflüssig, wenn alles mit rechten Dingen zuging. Damit meine ich, wenn im Rahmen der Bürgerbeteiligung, der sogenannten Einbindungsbeteiligung, eine wirkliche wechselseitige Beteiligung stattfinden würde und nicht nur ein förmliches Verfahren, bei dem letzten Endes es immer nur auf die Übereinstimmung der Rechte der nicht der Betroffenen ankommt, sondern um die Durchsetzung einseitiger Projektbetreiberinteressen. Stattdessen trifft immer eine bürgerfremde Verwaltung die Entscheidung über Projekte, die von nicht vor Ort wohnenden Politikern auch noch durchgeboxt werden, von den Anwohnern und allen Nutzern ertragen werden müssen. Wir brauchen endlich, und das wird gerade deutlich bei diesem Projekt Stuttgart 21, eine Folgenhaftung und Bürgschaft des Projektbetreibers für alle Schäden, die während des Baus und während der nachfolgenden Inbetriebnahme entsteht. Also eine richtige Staatshaftung, die auch die Rechte der Betroffenen schützt. Und dies möchte ich hinzufügen, auch im Falle der Insolvenz. Wir haben ja erfahren, es sind ja durchaus einige Betriebe schon in Konkurs oder Insolvenz gegangen. Worum geht es denn bei der Grundwassererhöhung, der Grundwasserentnahme? Ausgangspunkt ist ein eigener Antrag des Projektbetreibers, sprich der DB Netz AG vom 13. September 2011. Da sagt der Betreiber selbst, dass seine Prognoseberechnungen ergeben hätten, dass mit geänderten Wasserantragsraten zu rechnen ist. Und dass nach seinem eigenen Erkundungsprogramm sich ergeben hätte, dass sich wasserrechtliche Tatbestände ändern. Und zwar in folgenden Abschnitten. So, der erste Abschnitt ist 1.1, das ist die Talquerung Hauptbahnhof. Dann der Abschnitt 1.5, das betrifft die Zuführung Feuerbach-Bad Cannstatt, S-Bahn-Anbindung, also Kittelsberg, Stuttgart Nord, die Region. Und dann den Abschnitt 1.6 klein a, das betrifft die Zuführung Ober- und Untertürkheim, also betrifft die Gebiete Stuttgart Ost und Wangen. Interessant ist, dass selber der Projektbetreiber in seiner Begründung erwähnt, ich zitiere jetzt nur ganz kurz, an Betracht der Zeit, die erhöhten Grundwasserentnahmen werden durch höhere Infiltrationen kompensiert, sodass weiterhin das vorrangige Ziel einer Stützung der Grund-, Heil- und Mineralwasservorkommen erreicht wird. Ja, meine liebe Freunde, wie muss man sich das vorstellen? Das ist dasselbe, wenn ich einen Gartenwasserschlauch nehme und den auf einmal an einen Wasserhydranten anschließe. Was passiert denn da? Also Ihr kleiner Gartenschlauch, der platzt. Und wenn er unterirdisch ist, dann kann man sich vorstellen, plastisch, was das bedeutet und dass es für Folgen haben soll. Also, deshalb, liebe Bürger, beachtet eure Rechte. Denn es sagte übrigens schon Voltaire, nur der um seine Rechte kämpft, kann seine Rechte wahren. Wer nicht um die Rechte kämpft, der hat schon verloren. Meine Aufgabe ist es hier, ein wenig formal juristisch trocken, aber durchaus mit entsprechender Bedeutung, die wesentlichen Punkte vorzutragen, auf die Sie achten sollten als Betroffene. Zu dem Begriff der Betroffenen möchte ich noch mal betonen. Das können Eigentümer sein, hatte ich vorher gesagt, das sind dinglich Berechtigte, das Be-
betreffenden Grundstücks, also solche, die Nutzungsrechte haben, Wegerechte. Das können aber auch Mieter und Pächter sein. Und jetzt kommt das Spannende. Es sind alle, die sich in irgendeiner Art und Weise in ihren rechtlichen Belangen betroffen fühlen. Dazu muss ich ausführen, was die Rechtsprechung hier unter Belange versteht. Und zwar gehören da sogar auch ideelle, soziale, ökologischer Natur, auch kulturelle Belange. Sie dürfen nur nicht alleine allgemein Interessen verfolgen. Also, Einbindungen sollen auch diejenigen erheben, die im Moment sogar auch in anderen Planabschnitten sich betroffen fühlen. Konkretes Beispiel: Ist hier jemand aus Vaihingen, dann kann er genauso gut seine Einwendungen erheben als Bahnnutzer, wenn er den Schlossgarten benutzt, wenn er das Mineralwasser benutzt, wenn er zum Baden geht. Oder sich auch hier beeinträchtigt fühlt in seinem Wohl und Wehe, Luft und solche Sachen. So, wie können die Einwendungen erhoben werden? Wichtig ist, dass sie da nicht durch dieses juristische Raster durchfallen. Die Form der Einwendungen. An erster Stelle steht, sie muss schriftlich erfolgen. Also Einwendungen per E-Mail oder SMS sind wirkungslos. Dann zweitens, in dem Einwendungsschreiben muss die vollständige Anschrift enthalten sein. Und, das setzt man eigentlich normal voraus, aber ich betone es nochmal, auch das Einwendungsschreiben sollte unterschrieben sein. Das ist so ungefähr wie beim Testament. Wenn das nicht unterschrieben wird, das ist auch wirkungslos. Dann auch noch ein Hinweis, der bei vielen bei der Bekanntmachung für Verwirrung gesorgt hat. Die sogenannten Sammeleinwendungen. Das war ein Juristendeutsch, das muss ich auch dreimal durchlesen, um es überhaupt verstehen zu können. Den Wortlaut kann man eigentlich gar nicht verstehen, muss ich sagen. Es ist so verschroben geschrieben. Aber es geht um folgenden Sinn. Bei Sammeleinwendungen kommt es vor allem darauf an, dass erstens der Name, Unterschrift, Name, Anschrift erkennbar ist. Dann zum Inhalt der Einwendungen. Ich hatte es vorher schon gesagt, es müssen die eigenen Belange dargestellt werden. Und zwar dazu kommt in Betracht jedes in die sogenannte Abwägung einzustellende eigene schutzwürdige Interesse. Dazu gehören, hatte ich vorher schon gesagt, ich betone es nochmal, wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Belange. Eine bloße Beeinträchtigung ist auch ausreichend. Zum Beispiel, ich kann nicht mehr dienstags ins Mineralbad gehen oder ich werde beeinträchtigt durch den Baustau, durch den Baulärm oder ich habe ständig einen hässlichen Blick auf dieses Bauwerk oder Nicht-Bauwerk. Oder meine Wohnung bekommt Risse. Das können Sie vortragen, sowohl als Eigentümer, aber auch als Mieter. Oder wie ist das Projekt finanziell abgesichert, wenn der Bauträger pleite geht? Also wichtig ist, dass die Begründung erfolgt im Einzelnen. Ich wurde, glaube ich, gerade angemahnt, zum Ende zu kommen. Ich möchte da einfach nochmal betonen, ein einfaches Nein in dem Einwendungsschreiben reicht also nicht aus. Sie sollten sich ein bisschen Mühe geben, beziehungsweise, und da verweise ich jetzt, es gibt hier durchaus Musterschreiben, die hier ausliegen, hier bei der Treppe sind Musterschreiben zum einen, und dann gibt es aber auch auf der Seite bei Abriss Aufstand, gibt es auch solche Muster. Wie gesagt, das ist nur eine grobe Hilfe. Ich möchte nur abschließend noch auf die Fristen, auf die Termine hinweisen. Wer sich nochmal kundig machen möchte, das heißt also, wer in die Unterlagen reinschauen möchte, hat morgen die letzte Möglichkeit im Rahmen der Einsichtnahme. Das ist nämlich dann morgen von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Letzte, allerwichtigste Frist, das ist die sogenannte Einwendungsfrist. Ihr schriftlicher Einspruch muss spätestens bis zum 23. Oktober sein, da haben Sie die Wahl. Ich mache es ganz einfach. Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung, Stadterneuerung, Eberhardstraße 10 oder beim Regierungspräsidium Stuttgart. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, packen Sie lieber in diese Einwendungen mehr Argumente rein wie zu wenig. Sie können auch mit Ihrer nicht nur Ihre eigenen Einwendungen vorbringen, sondern Sie können auch durchaus verweisen, Beispiel auf B und D
und andere. Dadurch schließen Sie vor allem alle möglichen in Betracht kommenden Einwanderungen nicht aus. Ich will nur ganz kurz erwähnen, das ist nämlich wichtig, weil es werden auch im späteren Klageverfahren nur die Einwendungen und Argumente berücksichtigt, die Sie in dem Einwendungsschreiben erbracht haben und vorgetragen haben. Also ganz, ganz wichtige Frist und ganz, ganz wichtig zu beachten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, es war nur ein Abriss und noch wichtig, nichts unterschreiben. Es ist überhaupt keine Eile geboten. Und wie immer, oben bleiben.